Ja, das ist unser neues Intro. Wie ihr seht, können wir auch im Intro sprechen. Schreibt in die Kommentare, ob es euch gefällt. Ciao. Hallo, hier ist euer Luckinator vom Kanal Game Checker. Heute mit dabei ist der Joni. Hallo. Ja, heute wieder eine Folge Clash of Clans. Es wird auch eine Folge geben zu Boom Beach, wo denn die neue Waffe rausgebracht wird oder was auch immer. Ja. Ja. Und guck mal, was hier geschrieben wurde. Joni hat übrigens den Baba King. Ja, Teile endlich. meinen Angriff damit. Ja, da muss ich erstmal schauen. Ich Ist schon bin. einer geteilt, aber da habe ich den Baba King benutzt. Ich schau mal nach. Also, der hier ist Baba König. Der. Ja, nee, da habe ich keinen Baba König benutzt. Aber du hattest sie mit bei gehabt. Ja. Hey, was ist das für ein Loot? Krass. Und der Seebart 1. Nicht jetzt. Ja, auf jeden Fall. Okay, der holt sich jetzt noch schön den Loot. Ja. Ja. Ja, ich habe mir den Loot geholt, den Baba King habe ich nicht eingesetzt, um ihn für die Verteidigung aufzuheben, wenn man es so sagt. Genau. Ich habe jetzt auch angefangen zu bauen meine dunkle Kaserne. Und ich werde jetzt mal einen Angriff machen. Okay. Und den Angriff kannst du uns ja dann teilen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich. So, ah, der wollte Lakaien. Okay. Ich. Also XX Flow Rider XX hat auch einen Kanal. Da müsst ihr einfach Mr. Rocket eingeben. Und dann müsste er eigentlich kommen. Ja, er hat 8 Abonnenten, oder Juni? Ja, und Mr. Rocket wird zusammengeschrieben, also Genau. Groß MR, Wie das also Spiel Rocket League. ja. Genau. Okay, zum Clankrieg. Ich wurde angegriffen. Da werden wir gleich meinen neuen Inferno sehen, den ich baue. Und der hält auf Level 3 und bald mache ich auch den König Level 10. Also ich werde erstmal meinen König auf Level 10 hochziehen. Und dann und gleichzeitig meinen Grand Warden auf 5. Und dann werde ich mal in meinem Labor mal dunkle Truppen machen. Also verbessern. Ja. Warte, kriege ich das hier zusammen? Warte mal, ich habe eine Idee. 3 Millionen habe ich. Kostet Ja. 3.500.000. Koboldkarte kriege ich 700.000. Mal gucken, kriege ich den? Ja, komm, ich spiele Pekka aus, Sprungzauber und fertig. Ja, Oder? oder? Man könnte mit Ja, ich mache einen Drachen Sprungzauber. oder Drachen, aber Drachen Ja, ist wieder Drache, ganz, Drache, ja. ja, in die Mitte Blitzzauber reinhauen. Ja, mein Blitzzauber ist noch nicht so ganz. Ach so, gut, ja, dann. Ja, okay, ich mach Pekka. Und Sprungzauber, habe ich gesagt, Ja. wa? Zwei, genau. Jetzt muss ich hier aber was entfernen. Daneben würde ich sagen, ein Giftzauber, weil den brauchst du, den brauchst Und du. guck mal, was bringt mir das? Nix. Das bringt mir nur ein. Ich muss aber zwei entfernen. Dann ein Heil. Würde ich sagen. Okay, dann entferne ich jetzt mal kurz einen Heilzauber. So. Dann Und jetzt kannst müsste du. es passen. Genau, 11 von 11. Oh nein, ich habe zwei ausgebildet. Nein, Der kannst du einen wieder weg. Ach so, Nein, ja. ja. Jetzt habe ich schon sonst den Heilzauber gelöscht. Oh nee. Oh, bin ich dumm. Okay, Aber zwei Sprungzauber müssen ja sein, weil der Sprungzauber, auf welchem Level sind die? Level 1. Ja, da sind sie noch nicht allzu gut, deswegen. Wow. Wie lange dauert? 20 Sekunden.
Level, also auf Max-Level, ich glaube, das ist Level 4, dauert, geht der denn eine Minute. Genau, eine Minute. Auf jeden Fall, ja, Clankrieg. Würde ich sagen, in der nächsten Folge oder jetzt so? Ja, du wolltest noch die Kobalt-Mission machen. Ja, dazu muss ich erstmal Packer ausbilden. Okay, dann Packer, Kobalt-Mission, Upgrade, nächste Folge und jetzt Clankrieg. Ja. Wir haben angegriffen die Nummer 5, die Nummer 6, die Nummer 7, 8, 9, 10. Nicht so besonders gut. und ja, ich guck mal, ihr könnt ja jetzt mal sehen, wie ich angegriffen wurde. Meine Base muss ich unbedingt nochmal umbauen, die ist schlecht, weil hier sind überall tote Gebäude, die man kostenlos wegsnacken kann. Hier unten, hier auch und ja. Jetzt geht er hier erstmal mit der Königin durch und was weiß ich, wie viel Heiler. Fünf Heiler. Und ja. Auf jeden Fall richtig krass, der Snack. Guck mal, jetzt gleich, ohne einmal getroffen zu werden, hat er 11% gehabt. Und die Heiler heilen ihn natürlich auch schön. Okay, jetzt machen wir auf normale Geschwindigkeit. Mein König macht gut Schaden jetzt auf Level 9. Aber immer, also die Heiler wegen sind den Heilern. Wegen den Heilern. Aber ich würde sie eigentlich kriegen. Guck mal, sie verliert. Ja. Aber nein, er muss ja die Heilzauber hochschmeißen. Ja. Dann. Aber guck mal hier, das ist der Level 1 von den Gegnern und Level 2 Bogikönigin erst. Also, naja. Ja. Du hast ja schon Level 5 Bogikönigin. Jo, genau. Machst du eigentlich gerade deinen Angriff? Ich suche gerade einen. Ja, die Kugel ging hier vorhin daneben. Und gleich, wenn er, ich glaube, er setzt den einen Golem, schiebt sich meine IG Artillerie raus. Gleich, wenn er einen Golem setzt. Guckt mal auf die IG Artillerie. Gleich, wenn er einen Golem setzt. Er setzt, glaube ich, auf jeden Fall den Golem. Ja, macht er auch, ich weiß es. Ey, wie lange sie braucht, um die Mauer zu zerstören? Jetzt der Golem. Ja, der Golem und die auf. Dann noch die Packer hinterher. Drei Packer. Jetzt müssen wir auf die Packer achten, wie schnell die Schrott sind. Und Packer halten ja eigentlich auch viel aus. Jetzt bei der Golem. Wie viel er verloren hat. Ja, also Golem nicht allzu viel. Ja, ist ja klar, mein neuer Inferno. Ja, Multi. Was ich, der, das zeige ich euch gleich einmal, was ich nicht verstehe. Der war noch nicht angekratzt und das Elixier, das dunkle Elixier ist nicht mehr voll. Ja, das finde ich irgendwie komisch. Ja. Die Königin rennt hier die ganze Zeit durch, aber gleich wird sie gerüstet. Die laufen mir schon außen rum, aber kriegen es nicht hin, das Rathaus zu zerstören? Ja. Ist von Glück. In dem Moment würde ich nämlich immer deswegen ein paar Magier mitnehmen, weil die könnten jetzt schön da rein. Ja. Hat er ja auch, aber hat er anscheinend falsch gesetzt. Ja, die hat dazu. Und jetzt. Nee, warte mal, wir gucken mal, wann. Nee, 3 Minuten 40 hat er genau aufgebraucht. Hat er nicht aufgegeben. Ja. Okay, ich spule mal kurz vor, weil ich möchte auch nochmal sehen, wie sich die. Habt ihr gesehen, wie geil das war? Die hat sich gerade irgendwie gedingst. Die ist irgendwie gerade angegangen. Geöffnet. Ja, der Barbarkönig, der Barbarkönig. Habt ihr das gesehen? Hat sich umgebackt. Jetzt gleich. Guckt auf die Augen. Auf die Augen gucken. Habt ihr gesehen? Die leuchtet. Die leuchten. Cool. Geil. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, wenn ich andere Videos schaue. Ja, auf jeden Fall. Wir spulen mal kurz vor, bis der Golem kommt. Und dann gucken wir mal auf den Kopf, wie der sich aufschiebt. So, gleich kommen die Mauerbrecher, die alle nix hinkriegen. Los, ey. Da. Gleich, gerade noch endlich ein bisschen. Wir gucken auf den Kopf.
Ich liebe das, wenn die sich aufschiebt. Das sieht irgendwie geil aus. Ich hole hier gerade ordentlich Loot. Das sieht so geil aus. Jetzt hier gleich. Bum, bum, bum. Und hier. Down, down. Okay, beim Golem macht die so gut wie gar keinen Schaden. Und da habe ich 170.000 Gold und 109.000 Elixier im Angriff gerade geholt. Ja, der Grand Vaughn in der Verteidigung ist nicht so gut. Wie viel hast du nochmal geholt? 170.109.000. Okay, Timer. Ja. Okay. Jetzt habe ich Internetverbindung verloren. Ich gerade auch. Ja. Was ist los? Gerät, Spiel und Server sind nicht synchron. Okay, So, da habe ich. Oh ja, jetzt habe ich über 1 Million Gold. Und 226, genau. So, dann sende ich den mal. Ja, okay, dann sende mal. Und ich hätte. Nein, nicht schon, wiederholen. Ja, ich habe gerade das nicht falsch. Ich hätte noch mehr Prozent haben können, habe aber meinen Barbarkönig geschont. Ey, komm, ernst? Was? Das nennst du Loot? 100.000? Ja, für meine Liga schon. Ja, jetzt hast du nicht geteilt, sende einfach. Ja, und ich habe jetzt was gesendet. Auf 33%? Okay. Ja, ich hätte mehr Bartos Prozent hast haben du geholt. Ja, hätte mehr haben können. Ach komm. Okay. Ja, ich habe mit dem Burger King erstmal das Rathaus zerstört, also genau. Büre. Und dann gehen wir nach unten. Da. Willst du hier mal? Ja, also da kommen gleich ganz viele Barbaren und Bogis rein. Also von unten auch, weil die Sammler und Minen sind alles voll. Und ja. Ja, du kannst ja jetzt mal ein bisschen erklären. Ja, so das Rathaus sieht man jetzt. Der Burger King hat das gleich zerstört. Und oben arbeitet auch schon ein Barbar an der einen Kaserne. So, Rathaus ist jetzt down. Der Baba King geht jetzt auf die Kaserne rauf, sodass er geschützt hat und nichts abbekommt. Und hier unten kommen jetzt die ganzen Barbaren und Bogis rein. Dunkel-Alexi habe ich nicht gesehen. Ich dachte, er hat keins. Ja, da setze ich alles, damit alles kaputt geht, sozusagen. Da oben läuft der Barber King zu dem, wie heißt das, Lager. Barber King läuft zum Lager. Dann habe ich jetzt auf gleiche, oh, der hat doch Schaden bekommen, habe ich gar nicht gesehen. Da habe ich, Ach, da, ach du Schande, da habe ich die Internetverbindung verloren. Und dann ist der ganz kaputt gegangen. Das ist blöd. Nur weil ich die blöde Internetverbindung verloren habe. Naja. Und dann muss er jetzt noch 1 Minute 38 Sekunden auslaufen lassen. Ja, ja. Genau. Leider habe ich die Internetverbindung verloren. Da kannst du ja mal auf Abbrechen machen nach zu Hause. Ja, wir sind jetzt zu Hause. Sorry wegen dem kleinen Cut. Und ja, ich würde sagen, das war's erstmal. Es wird nachher noch eine kleine Folge geben, wo ich dann mit den Packers Party angreife. Und ja, genau, dann werde ich erstmal mein Grand Warden auf Level 4 machen. Genau, also wir freuen uns auf nachher und... Nein, muss ich nicht. Ganz viele Leute greifen. Juni hat mir gerade gesagt, ich soll die Artillerie reinstellen. Ganz viele Leute greifen mich an. Und ich krieg immer Pokale plus. Und weil sie nur meine IG-Artillerie zerstören wollen, weil hier ist ja irgendwo auch die Mission, zerstöre so und so viele IG-Artilleries. Falls es irgendeiner sieht, Bescheid sagen, bitte.
Hier. Anti-Artillerie. Zerstöre 20 Adler-Artillerie in Mehrspielerkämpfen. So, 150 Dias kriegt man dafür. Deswegen stelle ich die raus. Weil ganz viele Leute wollen das haben. Ja. Okay. Dann Lucky Nata und Joni sagen okay. Ciao.